So, willkommen zurück zu Silent Hill 2. Das hier ist diese arschnervige Bootsfahrt, die es auch schon im Original gab, wo man zum Hotel fahren muss per Boot. Und ich habe eigentlich immer gedacht, das Licht da hinten sollte das Ziel darstellen, aber tut das nicht. Also die Szene kann variieren. Ich habe teilweise 2 Minuten gebraucht für diese Szene, dann manchmal auch 20 Minuten. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Oh, warte, was passiert hier? Es wird auf einmal hell. Das hat mich jetzt aber gerade nicht wieder an den Anfang zurückgesetzt, oder? Man kann auch keine Karte hier öffnen. Hallo, warum? Vor allem hätte ich gedacht, dass die Bootsszene einfach noch schlimmer ist als im Original. Oh. Haben wir es geschafft? Jawohl. Und damit wären wir am letzten Ort des Spiels angekommen, das Lakeview Hotel. Der wirklich besondere Ort. Übrigens möchte ich mich korrigieren, weil ich habe ja zu einem gesagt, also quasi wo ganz viele Orte angezeigt wurden, habe ich ja gesagt, ah, der Lakeside Amusement Park war im dritten Teil. Er war aber auch im ersten Teil, aber wie schon gesagt, den habe ich nicht ganz beendet. Aber habe ein Let's Play darüber geguckt, da habe ich das aber wieder vergessen. Weil bei Silent Hill 1, das habe ich auf der PS1. Wenn die Kälte naht, verlassen sie ihre alten Nester, um rechtzeitig zurückzukehren. Es gab zwei Silent Hill-Spiele, die ich nie beendet habe. Also 2 und 3 habe ich beendet, aber 1 konnte ich nicht beenden. Weil dort die CD irgendwie am Arsch war. Ich bin im Brookhaven Hospital. Oder nee, es war gar nicht das Brookhaven Hospital, stimmt gar nicht. Nee. Man war in einem komplett anderen Ort. Also ich glaube, die Stadt hieß Old Silent Hill. Da ist dann einfach, also in einem Krankenhaus, bin ich dann in so eine Tür rein, wo eine Story-Sequenz spielt, da ist einfach alles schwarz geworden. Also da ging es nicht mehr weiter, da ist es hängen geblieben.
Konnte ich nicht mehr weiterspielen. Silent Hill 4 habe ich nicht durchgespielt, weil es mir zu nervig war teilweise. Deswegen würde ich gerne eine HD Collection haben von den ersten vier, weil ich würde 1 und 4 schon mal gerne durchspielen. Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Weil in Silent Hill 4, also hier in Silent Hill 2 ist es so, man kann einfach alle Items mitnehmen, ohne dass man sich Sorgen machen muss um seinen Platz. Bei Silent Hill 4 ist es anders. Da hast du Inventarplatz und wenn du zu viel hast, musst du zurück zu deinem Zimmer kehren, um dort das in eine Box zu lagern. Das war einfach auf Dauer super nervig. Wie in Resident Evil ist es halt. Also so müsst ihr euch das vorstellen. So wie in Resident Evil. War halt komisch, dass sie das dann so geändert haben. Ja, jetzt hat das Spiel auch nicht viel gruseliger gemacht. Obwohl ich sagen muss, Silent Hill 4 ist, glaube ich, einer der gruseligsten. Also der ist ziemlich gruselig. Da gibt es zum Beispiel, weil wie schon gesagt, Walter Sullivan ist ja der Antagonist, also den, wo wir ja schon öfters hier hatten. Der, wo die zwei Kinder umgebracht hat. Und dort, es gibt einen Gegner in Silent Hill 4, die heißen die Twin Victims. Könnt ihr gerne mal eingeben. Ist ein ziemlich verstörender Gegner und das sind diese zwei Kinder. Also es ist schon interessant. Deswegen hatte ich auch so ein großes Interesse an Silent Hill 4, weil ich mehr über den Walter Sullivan wissen wollte. Lakeview Hotel, dritter Stock. Unser Zimmer. Oh mein Gott, da steht sogar, ich warte auf dich. 312. Okay, krass. Das war aber, glaube ich, im Original auch schon so, ne? Da hat man auch schon, war da auch schon dieses I'll be waiting for you. Aber das liebe ich einfach. So wie es mit dem Hauptcharakter spielt. Weil jedes Silent Hill für jeden ist ja anders. Ich kann mich gerade im dritten Teil nicht mehr erinnern, ob es da so auf die Charaktere eingegangen ist. Weil hier in Silent Hill 2 hast du ja schon die unterschiedlichen Charaktere, wie sie das Silent Hill wahrnehmen. Ich glaube, im dritten Teil war das gar nicht so. Das fand ich irgendwie ziemlich enttäuschend. An die Reinigungskraft. Mach bitte den Kamin im Konferenzraum sauber. Er notiert sich das. So, ja, Nebenjob ist immer gut. Also hier geht es einfach gar nicht lang. Da fehlt mir irgendwie so ein Notenschlüssel-Dings. Oh Gott. Oh, das ist. Ach. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So. You got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet,
beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it, I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Die Leute, wo sich übrigens fragen, warum Laura so keine Probleme in dieser Stadt hat zu überleben, das liegt nämlich daran, weil die Monster für sie gar nicht existieren. Erinnert ihr euch noch daran, als ich gesagt habe, dass Silent Hill alle seine von jedem Menschen die traumatischen Erlebnisse oder die Schuldgefühle wieder aufbringt und sowas und daraus die Monster formt? Laura hat nichts davon. Laura hat nichts falsch gemacht. Also wird sie auch von der Stadt nicht bestraft. Das heißt, für sie ist es eine komplett normale Stadt. Okay, vielleicht eine verlassene Stadt, das bin ich mir gerade unsicher. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine normale Stadt für sie. Deswegen ist sie hier ja auch. Wie schon gesagt, Silent Hill ist für jeden Mensch was anderes. Laura. Hatten wir unten jetzt fast alles? Ja, fast. Schon mal nicht rein. Ja, wir können auch in die Zimmer gehen. Da gibt es einen Speicherpunkt, der mich teast, weil man hier nicht rein kann. Musikbox. Ja, Schlüssel zum Zimmer 312. Da müssen wir hin, aber das Ding ist, es wird noch deutlich länger dauern. Glaubt es mir.
Nee, hier geht's nicht rein. Okay. Ja, hier wäre noch das Café. Kann man da rein? Ja. Und zum Glück mögen es die hier Gesundheitsdrinks zu trinken. Das ist scheinbar der beliebteste Drink hier. Und nochmal ein Schlüssel, 102. Das ist auf diesem Stock. In diesem Stockwerk, meine ich. Ich bringe das manchmal auseinander, weil im Englischen sagt man ja auch on this floor. Weißt du noch dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehörte ihm. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten, ich wollte nur, dass das so schnell wie möglich geht, also habe ich es ihm gegeben. Ich keine Ahnung, woher er überhaupt wusste, dass er hier ist. Ich glaube nicht, dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Ich bekomme es nicht aus dem Kopf. Und weißt du, das ignoriert James. James denkt sich so, ah, nicht mein Problem. Ja gut, es ist nicht sein Problem. 102. Dann gehen wir mal in den Zimmern. Und das hier ist die Musikbox, ne? Aber hier können wir noch nichts anfangen mit. Die Zimmer sind wahrscheinlich alle ab. Oh mein Gott! Aua! Verletzt es mich denn noch? Son of a bitch! Mit schwerem Herzen überbringen wir die Familie von Sean Mitchell die Nachricht von seinem Tod. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in der St. Stella Church in Southvale, Kreuzung Nathan Avenue, Nelly Street statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir einen kleinen Empfang in Seans Elternhaus geben. Wer hat das Badezimmer abgeschlossen? Und welches Zimmer war das jetzt? Das war 101. Wer schließt die ganzen Badezimmer ab? Seid ihr irre? Was ist, wenn ihr auf Klo müsst? Jetzt gar nichts von Bedeutung drin, oder was? Okay. Seltsam, dass man dafür dann einen Schlüssel brauchte. Aber gut. Nicht rauchen. Ja, ich glaube, das hält dich hier nicht davon ab. 103 ist abgeschlossen. 104 nicht. Danach. Und einfach nur 21. Ja, aber Aftermath von was?
Ich wusste, dass da noch was ist. Es war so typisch. Und dann ging es da nicht mal rein. Okay, das war gerade mies gruselig. Na gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Part dabei. Silent Hill 2, bis dann und ciao.